Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Jetzt müssen Sie wahrscheinlich auch erstmal wieder Ihr Hirn freikriegen für weiteren Input, weitere Fülle, sage ich mal, fürs Bewusstsein. Ich versuche tatsächlich zuerst mal ja, zu erklären, was Bewusstsein ist, wie ich es verstehe, was Bewusstsein ist, wie man es begreifen kann. Und man kann es von ganz vielen Seiten her angehen. Ich gehe es jetzt mal von dieser Seite an und nehme mal das phänomenale Bewusstsein. Bewusstsein ist im Prinzip ein Erleben von Verbundenheit. Ich glaube, unser Bewusstsein ist eigentlich genau die Instanz, die uns überhaupt Verbundenheit erleben lässt, also die erlebbar macht, indem uns eine Welt präsentiert wird. Und diese Welt, die kann jetzt eine visuelle Welt sein, die kann aber auch auf dem akustischen beruhen, die kann ganz viele verschiedene Input-Kanäle eigentlich haben oder Modalitäten, Wahrnehmungsmodalitäten. Und ich möchte es jetzt einfach mal anhand des Visuellen quasi beschreiben, wie Bewusstsein zunächst einmal, sage ich mal, passiert in der Außenwahrnehmung durch unsere Sinnesorgane. Wenn wir mit unseren Augen etwas sehen, dann wird es zunächst einmal quasi in unseren, ja, primären visuellen Arealen, die im Hinterkopf sitzen, ja, verarbeitet und von dort aus in ganz viele Zentren. Das ist jetzt stark vereinfacht. Jedenfalls, was passiert ist in dieser Gesamtverarbeitung, ja, ergibt sich so etwas wie eine interne Repräsentation der Außenwelt. Und diese interne Repräsentation ist noch kein Bewusstsein, sondern das ist zunächst mal etwas, ja, ein Muster. Und die Wahrnehmung dieser internen Repräsentation, die können wir Bewusstsein nennen. Das heißt, wenn uns eine Welt erscheint, das heißt, es ist einfach nur das Phänomen des Erscheinens dieser Welt. Und damit, wenn wir jetzt das englische Wort Consciousness vom lateinischen conscire mitwissen, dann sind wir Mitwissende von einer Welt. Und das Interessante ist aber jetzt, wir wissen nicht primär von der Welt da draußen, sondern wir sind Beobachter unserer eigenen inneren Repräsentation. Das heißt, wir haben das Bild, das in uns ist, was wir quasi voneinander wahrnehmen, ist bereits eine Interpretation. Und deren sind wir uns bewusst. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was wir aber immer vergessen, sozusagen. Diese innere Repräsentation ist transparent. Also sie ist im Prinzip, wird gar nicht wahrgenommen als solche, ist aber essentiell dafür, wenn es darum geht, zu verstehen, ja, welchen Unterschied es macht zwischen dem, ja, was sich in uns zeigt, was in unserer Wahrnehmung geschieht und dem, was da draußen tatsächlich ist, falls es dieses da draußen gibt. Ja, und es gibt mittlerweile natürlich eine ganze Reihe von Bewusstseinstheorien, auch Ansätzen, wie Bewusstsein verstanden werden kann. Das momentan, gerade sage ich mal, auch theoretisch fortgeschrittenste Modell ist das von Tononi, die Integrated Information Theory, die im Prinzip besagt, dass Bewusstsein dadurch entsteht, wenn auf eine bestimmte Weise Information integriert wird. Und das ist das, was natürlich einfach so neuronale Prozesse machen. Informationen werden generiert, zunächst mal über die Sinneskanäle, aber dann eben auch über unsere Interozeption. Das heißt, unsere Innenwahrnehmung ist selbst, also unsere Verkörperung ist selbst eigentlich ein Informationskanal. Das heißt, unser ganzer Körper ist ständig mitbeteiligt, eigentlich auch im Bereich der bewussten Wahrnehmung. Auch Emotionen und Gefühle sind ja letztendlich auch sehr eng mit der Körperwahrnehmung verbunden. Auch unsere Gedanken, unsere Ideen
sind damit genauso. Wir haben ja gerade in der buddhistischen Psychologie auch die Gedanken als einen Sinneskanal, als ein Sinnesorgan. Und das bedeutet nichts anderes, dass eben gerade über diese, sage ich mal, intrinsische Aktivität, die da drin stattfindet, auch Bilder geschaffen werden. Am meisten merkt man das auch, indem wir gerade im Traum, in den Traumphasen, die ja höchst bewusst sein können. Es gibt ja auch die luziden Träume, in denen ein Träumender weiß quasi, ja, dass er träumt sogar. Das heißt also, es ist ein volles Bewusstsein da und es wird eine Welt projiziert in uns, die manchmal sogar klarer ist als die Tagwelt, ohne dass aber irgendein äußerer Stimulus sozusagen da sein muss. Das heißt, da merken wir erst, wie perfekt wir eigentlich sozusagen sind im Konstruieren von Welten. Also das heißt, da liegt eine enorme intrinsische Fähigkeit, über die wir zunächst mal keinen Einfluss haben, sondern Bewusstsein passiert im Prinzip vorbewusst. Das heißt, Bewusstsein ist letztendlich etwas, das ereignet sich zunächst mal ohne unseren Willen. Und der Willen selbst ist eine Funktion des Bewusstseins. Ja, Empathie, Inspiration sind alles solche, sage ich mal, Kanäle, die eben dann auch wieder Informationen liefern, die uns dann bewusst werden. So. Wenn wir jetzt den Strom der bewussten Wahrnehmung noch ein bisschen genauer uns anschauen, dann sitzt da aber in Wirklichkeit auch noch sowas wie der thalamische Filter, nur so als Beispiel, der nämlich bereits bevor uns irgendwas bewusst werden kann, höchst intelligent Information filtert, herausnimmt und einen relativ reduzierten Informationsstrom dem ganzen System zuführt, das dann eigentlich aus wenig Information wieder diese Welt konstruiert. Also da liegt bereits eigentlich eine wesentliche Intelligenz eigentlich im Sortieren von Informationen, dass hinterher auch etwas Konsistentes dann noch rauskommt und vor allem unsere Aufmerksamkeit auf das Wesentliche gerichtet wird. Dann gibt es so verschiedene Theorien, wie zum Beispiel diese Zweistromhypothese, dass da eigentlich einfach bestimmte Bereiche dafür da sind, für Informationen der räumlichen Anordnung. Dann gibt es Informationen der Objektwahrnehmung, also das was und wie etwas ist. Und dann gibt es noch diese ganzen assoziativen Funktionen. Also ich möchte es jetzt einfach nur mal kurz anreißen, um das Prozesshafte, also und vor allem diese verschiedenen Schritte, die nötig sind, um überhaupt Bewusstsein zu generieren, mal darzustellen. Es gibt natürlich Modelle, also das ist ja zum Beispiel schon 30 Jahre alt, ein Schaltplan, wo unten quasi das Auge ist, der Hippocampus oben und dann eben auch diese beiden Pfade etwas mehr aufgeschlüsselt dargestellt werden. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht mehr so genau. Ich möchte es mal mehr von der phänomenologischen Seite nochmal anschauen. Gerade wenn ich eben sage, es basiert auf verschiedenen Funktionen, dann können wir das auch ganz gut anhand der Entwicklungsgeschichte, also unseres Bewusstseins und auch gerade vom Kleinkind bis zu uns quasi erwachsenen Personen vielleicht so ein kleines bisschen nachvollziehen. Was passiert, wenn wir zum Beispiel geboren werden und noch keinerlei Konzepte kennen, noch keine Muster gesehen haben, noch nichts irgendwo assoziieren können, was wir sehen. Ein kleines Kind macht die Augen auf und sieht zuerst mal etwas. Was passiert dann? Es ist die Innervation des Körpers ist sozusagen da. Es ist bereits vielleicht ein Körperbild geschaffen, aber es ist natürlich zunächst mal sowas, wie Damasio nennt es, das Proto-Selbst, also auch ein instinktgetriebenes Reizreaktionsmuster, die da stattfinden, in denen bereits Information integriert wird, die aber zunächst mal noch nicht gedeutet wird. Oder aber vielleicht auch nur
sozusagen gut automatisiert, vorbewusst gedeutet wird. Und dann gibt es diesen prärationalen Bereich des Kernbewusstseins. Das ist was, was sich sehr schnell quasi formt. Auch diese Karten erster Ordnung. Ich habe vorher zum Beispiel gesagt, diese innere Repräsentation entsteht. Diese innere Repräsentation entsteht bereits, wenn ich ein Körperbild habe. Also wenn ich eine Körperwahrnehmung habe, wenn wir etwas hören, ne? Also Kinder hören ja. Und auf der anderen Seite auch der Geruchssinn bildet auch so etwas wie einfach das Gefühl der Gegenwärtigkeit. Man ist da. Und das ist das, wenn wir auch ein Neugeborenes sehen, dann ist es zunächst mal reine Präsenz. Es ist da, ist präsent und mehr ist es nicht. Aber das Bewusstsein scheint irgendwo schon schon ganz zu sein. Aber es ist einfach mal nur Gegenwärtigkeit. Und da ist noch keine Beobachtung, da ist noch keine Trennung, da ist noch nichts von ich da. Aber die Welt wird vielleicht wahrgenommen als Gefühl, als Atmosphäre. Und es ist ganz interessant, sich da mal sozusagen wieder rein zu versetzen in diesen Bereich. Und erst darauf setzen sich dann diese, ja, ich nenne es jetzt erkennend konzeptuellen Funktionen. Das sind eben einerseits, kommen dann diese Gedächtnisfunktionen zum Tragen. Das heißt, man erinnert sich an etwas, Assoziation. Es entsteht irgendwann im Laufe von ein paar Jahren, den ersten 3 Jahren eigentlich, dann so etwas wie ein Selbst, ein Ich-Konzept. Und damit trennt sich die Wahrnehmung eigentlich auch schon auf. Das heißt also, das, was man wahrnimmt, ist man nicht mehr selbst, sondern es ist etwas Getrenntes. Und man lernt, worauf man Einfluss hat und worauf man keinen Einfluss hat. Und das bildet dann eben einfach so diese Subjekt-Objekt-Trennung, die relativ gut automatisiert dann eigentlich weiterläuft. Und dann kommt eben auch das Wissen, unsere Erinnerungen, Konzepte, Kategorien entstehen. Und darauf, auf diesen Mechanismen entstehen diese Karten zweiter Ordnung, sprich der Beobachter in uns. Das heißt, wir werden dann zunehmend Beobachter der Welt, indem quasi etwas aus dieser Karte erster Ordnung entnommen wird und ein reflexiver Prozess quasi in Gang sich setzt. Und so werden wir die Betrachter der Welt und die Benennenden. Und Dinge bekommen dann Bedeutung und sie werden versehen mit Labels, mit Namen, mit Begriffen und werden entsprechend auch ersetzt. Und damit ersetzt sich die ursprüngliche Wahrnehmung durch ein Konzept. Das heißt also, wenn ich etwas sehe, dann läuft quasi, also wenn man jetzt die Theorie der neuronalen Netze zum Beispiel nimmt, dann nennt man diese Konzepte auch Attraktoren, Attraktorzustände. Das heißt, das neuronale Netz läuft in einen Attraktor rein, der, wenn es Mama sieht, quasi das Ganze mit Mama labelt. Und diesen Attraktor nennen wir Mama. Mal so, ausgedrückt. Aber es ist ganz, ganz wichtig einfach zu sehen, dass unsere Konzepte einfach uns auch in gewisser Weise sozusagen eine eigene Interpretation mitliefern, die dann eben auch ein Teil dessen, was eigentlich noch wahrgenommen werden könnte, wieder verstellen oder uns sogar verhindern an der Wahrnehmung. Und darauf komme ich dann auf die nächste Ebene von Funktionen. Das sind die rational-logischen Funktionen. Da geht es darum, die mit der Fähigkeit eigentlich Konzepte zu verknüpfen, Assoziationen herzustellen, rationale Bewertungen vorzunehmen, auch Kausalität, also das Gefühl der Kausalität einfach näher kennenzulernen. Und so entsteht irgendwann auch das Konzept von Zeit. Also Zeit ist damit quasi ein Konstrukt, eine Konstruktion unseres Bewusstseins. Ich habe mal in einem Physik-Journal, ich bin ja ursprünglich Physiker,
habe ich mal einen Artikel geschrieben über Time in Physics, an Artifact of Human Thinking, also sozusagen die These, warum eigentlich die Zeit als Grundgröße in der Physik dient, wenn es doch eigentlich ein Artefakt unseres menschlichen Denkens ist. Und damit eigentlich nicht den Anspruch haben sollte, in der Physik, die ja eigentlich unabhängig vom Beobachter formulieren soll, eigentlich das als Grundgröße zu haben. Die Antwort ist eine total spannende, nämlich die, dass in der Physik alle Gleichungen, Grundgleichungen, die die Zeit enthalten, in differenzieller Form geschrieben werden können. Das heißt, da haben wir, ist halt jetzt für die, die sich ein bisschen auskennen in der Mathematik, dieses d nach dt ist da immer drin. Das heißt also, es geht um die Veränderung. Das heißt, in der Physik kann man jede Formel so schreiben, dass sie nicht Zeit als Dimension enthält, sondern als der Veränderungsoperator, also sozusagen das Gesetz der Veränderung. Und das ist das, was in der Natur sozusagen intrinsisch drin ist. Das Gesetz der Veränderung ist das, und es findet im Augenblick statt. In jedem Augenblick. Und Bewusstsein ist letztendlich etwas, was im Augenblick stattfindet. Und wenn wir Zeit machen, dann ist es eine Konstruktion, die wir in unserem Bewusstsein erschaffen. Und das ist irgendwo auch ganz wichtig, irgendwo dann zu wissen und auch in der Physik dann tatsächlich sich im Klaren zu sein, dass immer dann, wenn wir jetzt integrieren über eine Formel und daraus eine Zeitdimension machen, machen wir was Artifizielles, was Künstliches. Genau. Ja. Die nächste Frage ist dann natürlich die, okay, wo entsteht denn jetzt Bewusstsein im Gehirn? Was ist denn jetzt da nötig? Und es gibt viele, sage ich mal, oder ja, Zeiten auch, in denen viele Neurowissenschaftler geglaubt haben, dass Bewusstsein einfach sozusagen das konzertierte Zusammenarbeiten des gesamten Kortex, insbesondere des Neokortex, also ist. Und viele neuere Studien, ja, sprechen da etwas dagegen, weil wir brauchen nicht so sehr viel von unserem Neokortex, um bewusst zu sein. Bewusstsein findet vor allem in den subkortikalen Schichten, also im limbischen System oder sogar am Hirnstammregionen statt. Also da gibt es wirklich zum Beispiel eben, ja, wenn man bestimmte Bereiche des Thalamus stimuliert während der Narkose, dann kann man damit Bewusstsein aktivieren. Oder aber auch hier in den bestimmten Hirnstammregionen, da gibt es im Prinzip auch diese Formatio reticularis, in der es einen Teil gibt, der, sage ich mal, wenn er eine Läsion erfährt, eher zur vollständigen Lähmung führt. Das heißt, da, wo die Motorneuronen durchgehen und zum Körper verbinden. Und der andere Teil aber, der führt dazu zum Verschwinden von Bewusstsein. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich auch wieder Areale, die eigentlich sehr stark mit der Frage, bewusst oder nicht bewusst, einfach zusammenhängen. Und so kann man eigentlich auch daraus schließen, dass man eben auch ein bisschen trennen muss tatsächlich zwischen Bewusstsein und dieser Funktionalität, die mit dem Bewusstsein einhergeht. Und diese ganzen Funktionen, diese rational-logischen Funktionen, auch die Repräsentationen und die, da ist sehr viel kortikale Aktivität nötig. Wir finden diese ganzen Areale quasi wirklich im äußeren Teil des Gehirns wieder, also auch unsere Körperrepräsentation. Aber diese Frage nach dieser eigentlichen Gegenwärtigkeit, dem Bewusstsein als Gegenwärtigkeit, als Sein, das liegt tatsächlich in den tieferen Schichten scheinbar verborgen.
Genau. Und so möchte ich jetzt mal kurz einfach ein paar Daten auch aus dem zeigen, was daraus auch folgen kann für die Klinik, für die Psychosomatik beispielsweise. Wir haben ja, ja genau, der Alexander hat ja schon gesagt, dass ich sehr eng auch mit den Heiligenfeld-Kliniken zusammenarbeite, und da machen wir eben viele Fragebögen auch und haben auch einige Projekte mit verschiedenen Patientengruppen, unter anderem dem Thema Hochsensibilität. Und in dem Zusammenhang war es mir wichtig, wenn man jetzt im klinischen Kontext das Thema Hochsensibilität untersucht, dass man sehr scharf unterscheidet zwischen Sensibilität und den Verarbeitungsproblemen oder der Art, wie das Wahrgenommene verarbeitet wird. Und so haben wir jetzt einfach verschiedene Wahrnehmungskategorien mal eben definiert. Das Ganze ist eben entstanden aus einem eigentlich etwas längeren Fragebogen, der dann sehr kurz sein musste. Das heißt, es ist eine Kurzversion, in dem wir Sensibilität aufgrund der Umgebungswahrnehmung, sozialen Umfeld, Neuigkeit, die Offenheit, dann die emotionale Sensitivität, die emotionale Steuerung und dann eben auch noch diese intrinsischen Ideen und Fantasien, die jemand hat. Und demgegenüber eben zu jedem, hoppla, Moment mal. Ah, ich glaube, da habe ich jetzt vergessen. Genau, hier, da gibt es nämlich noch zu jedem eine Verarbeitungsproblematik. Das sind nämlich eigentlich 12 Fragen. Da habe ich jetzt ein weißes Ding drüber gelegt, das ich nicht weggemacht habe. Was machen wir da jetzt? Moment, ich mache das geschwind weg. So. Genau. Dann sind wir da nämlich komplett. Dann gibt es nämlich hier eben auch noch zu jedem dieser Wahrnehmungen eine Frage zu Verarbeitungsproblematiken. Und so können wir so ein bisschen bei den Patienten erfassen. Es ist natürlich ein Selbstauskunftsfragebogen mit allen Problemen, die er hat, aber tatsächlich in der Klinik ist es nicht anders machbar, weil wenn man jetzt Studien machen will mit irgendwelchen objektiven oder, sage ich mal, objektiveren Maßen, dann wird das immer gleich furchtbar aufwendig. Und diesen Aufwand, der ist einfach da nicht zu leisten im klinischen Alltag. Dafür hat man den Vorteil, dass man eben ein paar tausend Patienten haben, die den dann ausfüllen. Und da ist dann eben die Frage, ja, wie hängt das jetzt mit der Gesundheit zusammen? Das war jetzt also so für mich vor allem der Hauptgrund. Ich will noch mal kurz zurück, nämlich zu schauen, wenn wir in die Pathologie reinschauen, wie hängt die Sensibilität mit den Pathologien zusammen und wie hängen diese Verarbeitungsthematiken mit den Pathologien zusammen? Und da ist vor allem die Frage natürlich, okay, man kann das jetzt auch so angehen, was braucht psychische Gesundheit? Und da gibt es jetzt zum Beispiel eben Antonowskis Modell vom Kohärenzsinn. Und das ist ganz, ganz interessant, also auch in Bezug auf das, was ich über Bewusstsein gesagt habe. Es geht zum einen um die Handhabbarkeit, um die Bewältigbarkeit etwas. Da geht es eben auch darum, sozusagen mit den Zielen auch übereinzustimmen und die Komplexität eigentlich auch handeln zu können, die wir heutzutage vorfinden. Dann das Verstehbare, die Verstehbarkeit, also die Zusammenhänge müssen nachvollziehbar sein, und die Sinnhaftigkeit. Das heißt also, die Erkenntnis zu haben, der Einsatz der eigenen Kräfte lohnt sich. Das ist ein recht funktionales Modell, das eigentlich sehr viel nach außen hin auch orientiert ist, beziehungsweise es geht um die Kohärenz zwischen innen und außen. Und das zeigt wiederum, wenn wir jetzt an die Bewusstseinsfunktionen denken, dass eigentlich es darum geht, dass diese Funktionen funktionieren müssen, dass die gut funktionieren müssen, damit sozusagen psychische Gesundheit sich einstellt. Deswegen haben wir noch einen anderen Fragebogen entwickelt, den wir Lebenskompetenzfragebogen nennen. Und der ist irgendwo auch von dem her ganz interessant, weil er nämlich die Lebenskompetenzen jetzt nicht nur in Bezug auf, ja, sage ich mal, Fähigkeiten, ja,
die sozusagen auch wieder nach außen gemessen werden, sondern darstellt, sondern es ist eigentlich die Fähigkeit, beispielsweise positive Gefühle im Leben haben zu können, ist eine Lebenskompetenz. Sich ein angenehmes Leben auch schaffen zu können, glücklich zu sein, ist eine Fähigkeit, ist eine Lebenskompetenz, die Fähigkeit, Glück empfinden zu können. Und das ist so mal der erste Aspekt, der erste Faktor dieses Fragebogens. Der nächste wäre eben die innere Stärke, die Ausgleichsfähigkeit und Entspannungsfähigkeit zu haben, also die Balance herzustellen, wieder den Körper in der Balance, in der Regulation halten zu können, ist eine wichtige Lebenskompetenz. Und dann eben diese in Aktivitäten aufzugehen, sich im Fluss zu fühlen, sich zu engagieren für bestimmte Dinge, ist auch eine Kompetenz. Und dann die Sinnkompetenz, also Sinn und bewusst zu leben, Sinn zu empfinden, Glaube und Werte haben zu können. Dann haben wir die Selbstwirksamkeit als etwas, was meist natürlich in, ja, sage ich mal, als Hauptaspekt von Lebenskompetenzen gesehen wird, also Ziele zu erreichen, Erfolg zu haben und ganz wichtig eben die Fähigkeit, soziale Beziehungen eingehen zu können, soziale Unterstützung sozusagen zu erleben. Und dazu braucht es eben auch die Zeit für Kontakte. Und dieses, sage ich mal, ja, dieses Set definieren wir jetzt als Lebenskompetenzen. Das heißt also, wenn das vorhanden ist, dann ist man in der Lage, auch ein zufriedenes Leben und ein glückliches Leben dann auch zu führen. Die Frage ist eben, ja, wie korreliert das? Relativ klar, wenn wir jetzt auf die Depression schauen, als Diagnose, die wir jetzt hier im Bereich auch des ISR, das ist ein weiterer Fragebogen, der im Prinzip auch Depression misst, ja, anschauen, dann haben wir im Prinzip immer negative Korrelationen zu den Lebenskompetenzen, eben am meisten das Wohlbefinden, die Selbstwirksamkeit gehen zurück. Bei den Sozialkontakten ist es noch am wenigsten ausgeprägt, aber das ist im Prinzip ein plausibles Ergebnis. Und wenn wir jetzt noch andere psychodiagnostische Variablen anschauen, wie zum Beispiel das Funktionsniveau, also aus dem OPD2, falls Sie das kennen, gibt es ja GAF und GARF, also das im Prinzip das Functioning und GARF, das Relative Functioning, also wie jemand quasi einfach in der Welt funktioniert, dann haben wir hier eine positive Korrelation zu dem Funktionsniveau, auch das Strukturniveau, also wie strukturiert jemand ist, ist quasi hier eine positive Korrelation. Und wenn wir jetzt noch die anderen psychosomatischen Störungen wie Traumatisierung anschauen, Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen, Somatisierung, Essstörungen, Zusatzitems, haben wir da auch noch ein paar, wo dann Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen und so weiter noch mit drin sind. Da sehen wir überall eben diese negativen Korrelationen. Das heißt, wir haben hier also durchaus im Prinzip einen Parameter, den man auch, sage ich mal, die Lebenskompetenzen könnte man so sozusagen als diagnostisches Tool ebenso einsetzen, aber eben um in einer positiven Weise eine Aussage machen zu können über auch den psychischen Gesundheitszustand. Das heißt also, es ist ganz interessant, dass man also dann auch nicht nur diese defizitären Aspekte braucht, sondern wir müssen letztendlich schauen, wo sind die Ressourcen. Und das ist genauso bei der Therapieplanung natürlich dann genau das, dass man anhand dieser Lebenskompetenzen natürlich auch die Ressourcen damit erfassen kann und entsprechend weiß, wo man dann ansetzen kann. Ich habe vorher diese Sensibilität und Verarbeitungsprobleme jetzt zum Beispiel noch gebracht. Und da ist es jetzt auch sehr spannend, dass die Sensibilität, das sind jetzt auch die Korrelationen zwischen diesen Lebenskompetenzaspekten. Die Sensibilität
ist sozusagen positiv korreliert mit den Lebenskompetenzen. Also je feiner ich in meiner Wahrnehmung, und zwar auf allen Ebenen bin, umso stärker sind diese Lebenskompetenzen auch ausgeprägt, insbesondere der Aspekt von Sinn, Werte und Bewusstheit. Und andererseits sind die Verarbeitungsprobleme immer negativ korreliert. Das heißt also, je mehr sozusagen Stressfaktoren meine Wahrnehmung mir macht, desto weniger ausgeprägt sind dann eben auch meine lebenswichtigen Lebenskompetenzen. Und das ist jetzt irgendwo ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir jetzt nämlich auch die psychischen oder psychosomatischen Symptome hernehmen. Jetzt schaue ich gerade mal genau, das ist vielleicht ganz gut, dieser Gesamtscore mal nur und die Depression, da sehen wir eine hochsignifikante Korrelation oder Antikorrelation mit den Verarbeitungsproblemen. Das heißt also, depressive Patienten, Angstpatienten, Patienten mit Zwangsstörungen, die haben im Prinzip immer das Problem, dass sie mit ihrer Wahrnehmung auch nicht zurechtkommen. Dass die Verarbeitung dessen, was sie wahrnehmen, ihnen sozusagen Stress bereitet. Interessanterweise ist die Sensibilität so gut wie nicht korreliert damit. Das heißt also, egal wie krank jemand wird, die Wahrnehmung scheint offensichtlich recht konstant zu bleiben. Und das ist wirklich ein wichtiger Befund, dass sozusagen das ein fast stabiles wie ein Persönlichkeitsmaß eigentlich dient, der Grad der Wahrnehmung, der Sensibilität, der Wahrnehmungsfähigkeit. Und jetzt schauen wir uns dann an, wie das Ganze sich mit Burnout verhält. Zum Burnout. Tobias hat ja gestern schon was dazu gesagt, und da will ich einfach kurz mal dieses Freudenberger Modell, da hatten wir uns ja darauf geeinigt, dass Burnout ein Prozess ist, und der Freudenberger hat im Prinzip diesen Prozess beschrieben, der am Anfang anfängt mit dem Zwang, sich beweisen zu müssen, mit dem verstärkten Arbeitseinsatz, wonach dann die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt werden, Konflikte verdrängt werden, Werte umgedeutet werden, dann eben aber auch gerade diese sozialen Änderungen kommen, das heißt, man zieht sich zurück, es kommt eine Depersonalisierung mit ins Spiel, Verhaltensänderungen, dieser Zynismus setzt dann ein, dann kommt der Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit, und das wiederum ist dann aber eigentlich schon ein sehr fortgeschrittener Aspekt, der oft dann in so einer inneren Leere, Depression, Verzweiflung bis hin zur völligen Erschöpfung. Also das kann dann auch in Richtung Organversagen oder sonst was führen. Also da sind die Verläufe dann sehr unterschiedlich. Aber dieser Aspekt der inneren Leere, der ist quasi, der entsteht eigentlich genau damit auch mit dem Verlust, nicht nur für die eigene Persönlichkeit, sondern im Prinzip auch für den eigenen Körper, also die Selbstwahrnehmung. Das ist auch so ein Schlüssel quasi dann, an dem man dann ansetzen kann, dass man die Leute eigentlich erstmal wieder in die eigene Wahrnehmung bekommt. Also da sind dann so Achtsamkeitsübungen mit dem Bodyscan oder überhaupt Achtsamkeit ist da ein ganz wesentlicher Faktor. Warum, sage ich nachher dann auch noch. Ich möchte es mal erst noch zeigen hier. Eben einmal da unten sehen Sie die Korrelationen von Verarbeitung und Sensibilität mit den Burnout-Maßen. Und da sieht man eigentlich sehr schön, dass, dass gerade die Verarbeitungsprobleme auch ein Burnout-spezifisches Problem sind. Und zwar je weiter fortgeschritten man ist, das ist also der Fortschritt dieser Spirale, desto stärker sind hier eben auch diese Verarbeitungsprobleme ausgegangen. Die Sensibilität ist wieder nicht davon berührt scheinbar. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt eine Resilienzfragebogen haben, da ist die Sensibilität tatsächlich eine Ressource für die Resilienz, also auch für die soziale Resilienz, aber die Verarbeitungsprobleme eben auch wieder das Problem. Und
da an dieser Stelle ist es jetzt eben genau die Frage, was machen wir jetzt mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Bewusstseinsfunktionen? Also können wir uns das mit dem Modell irgendwie erklären? Ich würde sagen, da diese Verarbeitungsschritte, die sind im Bereich eben dieser oberen Aspekte angesiedelt. Das heißt, da ist eigentlich die Funktion des Bewusstseins gefragt, nicht das Bewusstsein primär. Und hier ist es wichtig, noch ein paar weitere Fähigkeiten zu erlernen, nämlich zum einen so etwas wie ein multiperspektivisches Denken oder Wahrnehmen, sprich etwas, das wir eigentlich auch ganz automatisch können müssen, nämlich in der Empathie wird es geschult, wenn wir Perspektiven übernehmen, auf der anderen Seite aber auch jede Form von einer Selbstdistanz einnehmen. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, ein Wahrnehmungskonzept aus unserer Sichtweise aufzugeben und ein anderes quasi dem gegenüberzustellen. Jede Strategie, also immer wenn wir strategisch denken, müssen wir genau das machen. Müssen wir letztendlich etwas nicht nur aus einer Logikrichtung durchdenken, sondern wir müssen es aus unterschiedlichsten Richtungen angehen und müssen ständig in der Lage sein, eigentlich eine bestimmte rational-logische Schiene, die wir verfolgen, aufzugeben. Und dem kann man jetzt sozusagen, das kann man noch weiter erweitern, nämlich nicht nur eben diese rationalen, logischen Schritte aufzugeben, sondern überhaupt die Logik an sich zu hinterfragen, unser rationales Denken an sich sozusagen zu relativieren und auch unsere Konzepte, unsere Wahrnehmungen zu relativieren. Und das ist das, was im Prinzip auch die Achtsamkeit, die Metakognition, also auch im letztlich macht, wenn wir einfach sozusagen uns betrachten, was geschieht denn bei der Wahrnehmung? Was geschieht, was machen wir aus einer Wahrnehmung, wie wird sie gefüllt, wie wird sie interpretiert, wie wird sie und dann eben wirklich die Fähigkeit zu haben, sich einerseits davon zu lösen, es also nicht mehr als Agent, also die Wahrnehmung bzw. die Interpretation der Wahrnehmung nicht mehr zum Selbstagenten zu machen, also was uns bestimmt, sondern wirklich eine Ebene einzunehmen, die dieses wieder freilässt, sodass es sich ändern kann. Und da setzt sich letztendlich dann, wäre die oberste Stelle dann das akategoriale Bewusstsein, in dem wir wirklich auch die Fähigkeit hätten, auch auf die gut automatisierten Bewusstseinsfunktionen zu verzichten. Gut automatisiert ist natürlich alles, was wir im Prinzip gewohnt sind, so zu machen, und zwar ohne, dass wir es willentlich überhaupt herbeiführen können und dass wir überhaupt Macht darüber hätten. Das heißt also, es ist eine hohe, hohe Schule der Übung. Aber wichtig ist jetzt mal einfach da zu sehen, ich habe das mal so unterteilt, es gibt einerseits die konstruierenden Funktionen, die uns eine Welt konstruieren, die für unser lebenspraktisches Alltagsbewusstsein unbedingt notwendig sind. Sonst kommen wir nicht durch. Und zum anderen aber, um diese konstruierenden Funktionen auch wirklich sozusagen justieren zu können, damit sie nicht, wenn sie denn irgendwo fehllaufen, damit sie uns nicht zum Verhängnis werden, muss es einen Funktionsapparat geben, der sozusagen dissoziative Fähigkeiten hat, also eine gesunde Dissoziation und dekonstruierende Funktionen, die also sozusagen das alles wieder dekonstruieren. Und wenn wir jetzt schauen, hier setzen eben Begriffe von Mitgefühl bereits an. Es ist das, was wir auch
diese Funktionen, die gehen sehr stark eben auch in die spirituellen Aspekte rein. Die spirituellen Wertvorstellungen sind häufig mit diesen oberen Funktionen eigentlich belegt. Das zeige ich nachher eben dann auch gleich noch. Und dann haben wir quasi im akategorialen Bewusstsein einfach nur noch das Sein. Und es ist hier auch ganz wichtig, eben wirklich zu sehen, dass der Begriff der Dissoziation, den möchte ich jetzt nicht im Pathologischen benutzen, sondern Dissoziation ist ein absolut wichtiges, eine absolut wichtige Funktion, die wir brauchen und die uns hilft, quasi überhaupt erst die Dinge zu relativieren. Im Prinzip wird es erst dann pathologisch, wenn es uns quasi wieder zum Verhängnis wird, wenn wir daran hängen, wenn wir aus der Dissoziation selbst keine Assoziation mehr machen können. Ja, und da oben, da waren eben gerade diese, ich nenne es fast sogar transrationalen Aspekte, weil es ja jetzt darum geht, eigentlich das Rationale zu übersetzen, eben in was Transrationales. Und hier möchte ich jetzt einfach nur mal kurz auflisten, grob, was das heißen kann. Links die rationalen Aspekte, rechts die transrationalen. Rational ist sozusagen eine Haltung, in der Faktizität und Aktualität, also was ist tatsächlich sozusagen passiert, ist sozusagen der Fokus. Das transrationale Komplement, also diese Aspekte sind komplementär, sprich, sie sind keine Gegensätze, sondern sie bedingen sich gegenseitig. Sozusagen die Faktizität wird befreit durch die Potentialität. Aber es gibt das eine nicht ohne das andere. Aber wichtig ist, dass wir uns der Potentialität der Möglichkeiten, dem Raum der Möglichkeiten quasi gewahr sein müssen. Auch diese Bestimmtheit, der Determinismus, wird dann sozusagen durch unsere Offenheit komplementiert, die eben als transrationale Fähigkeit da ist. Das Bestreben nach Sicherheit muss auf jeden Fall durch das Vertrauen komplementiert werden. Und jetzt muss ich schauen, dass ich die Zeit schleicht schon daher. uns beschleicht das Ende. Ja, die Struktur muss durch Dynamik quasi befreit werden, durch Flexibilität, das Bestreben nach Recht und auch Vergeltung im Prinzip durch die Vergebung. Da bekommen wir schon quasi auch so diesen eigentlich religiös-spirituellen Aspekt. Oder auch die feste Vorstellung, Pläne, die wir von was haben, muss befreit werden durch die Vision. Diesen faktischen Wünsche durch Sehnsucht vielleicht, das Mitgefühl, und die Empathie, das ist mir jetzt auch was ganz Wichtiges, durch so etwas wie den transempathische Liebe. Das transempathische ist so ein Begriff, den habe ich irgendwie gebildet, weil es mir ganz wichtig war, darauf hinzuweisen, dass Mitgefühl, wenn es darum geht, sozusagen mit dem anderen oder der anderen mitzufühlen, zunächst mal was, ich möchte nicht sagen Rationales ist, aber es ist was, das sozusagen das Faktische zementiert. Das heißt, man ist im Prinzip im Gleichen. Aber das Transempathische, das wäre die Wahrnehmung des Gegenübers in der Gesamtheit ihrer Möglichkeiten. Das heißt also, wenn wir einen Menschen wahrnehmen, dann geht es darum, diesen Menschen so wahrzunehmen, dass wir sehen, was oder ahnen, wir können es nicht sehen, aber wir können es erahnen, was da noch an Möglichkeiten drin ist. Wenn es jemand schlecht geht oder selbst wenn jemand was Schlechtes gemacht hat, dann geht es darum, wahrzunehmen, was da noch an viel mehr eigentlich ist. Und das ist das Transempathische. Also nicht einfach sozusagen in ein
ein empathisches Mitgefühl zu gehen, sondern darüber hinaus. Für die Produktivität wäre die Muse zum Beispiel so etwas. Ja, so kann man das aber noch fortsetzen. Also es gibt noch ganz viele von diesen transrationalen Aspekten, aber einfach so ein Tipp, wie man das machen kann. Ich möchte nochmal diese ganze Entwicklungslinie, die ich jetzt hier aufgezeigt habe, quasi mal so als Komplexitätskurve der Verarbeitung mal darstellen. Und da kann man dann eben sehen, wenn man jetzt die Verarbeitungstiefe der Reize annimmt, dass die zwar hier ständig steigen, aber beim Multiperspektivischen quasi wieder abnehmen. Und das Wichtige, was wir jetzt machen müssen, das ist, wir müssen oszillieren können zwischen quasi diesen unteren, grundlegenden Bereichen und dem oberen. Und ich habe jetzt hier einen Baum mal als Bild einfach hier eingefügt, weil er nämlich sehr schön zeigt, dass wir im Prinzip aus dem Grund des eben Nichtverarbeitens heraus quasi eine Fülle an Möglichkeiten bietet sich da, schöpfen können, aus der sich dann die rationale Verarbeitung quasi bilden kann, aufbauen kann. Und wenn wir jetzt schauen, was das für die Achtsamkeit bedeutet, ja, dann haben wir mit Präsenz und Akzeptanz im Prinzip genau diese beiden Aspekte. Es geht darum, keine Zeit zu konstruieren, im Hier und Jetzt zu sein, keine Bewertungsmechanismen zu haben, und dadurch quasi einen Zustand eines erhöhten Gewahrseins, also auch einer erhöhten Sensibilität zu haben, aber bei einer gleichzeitig reduzierten mentalen Verarbeitung. Und hinzu kommen noch quasi, wenn wir in der Meditation das Sitzen in Stille, es geht darum, Reizreaktionsmuster aufzugeben, eventuell sogar die Subjekt-Objekt-Trennung aufzuheben. Und so haben wir eigentlich, verzichten wir auf eine ganze Reihe an Funktionen, die mit dem Bewusstsein einhergehen, die aber dann zu einer höheren Bewusstheit führen, indem nämlich ganz viele Ressourcen frei werden. Das heißt also, wir gewinnen Freiheitsgrade dadurch, dass wir die deterministische, mechanistischen Funktionen aufgeben. Das heißt, das Mechanistische, die Determiniertheit wird aufgegeben und daraus können dann eben diese Seinsqualitäten Ruhe, Friede, stille Freude, Gelassenheit, Weite, Wohlwollen, und auch diese mentale Erfrischung stellt sich dadurch quasi ein. Ich habe deswegen eine Studie auch gemacht zur Neuropsychologie der Leere bei Meditierenden, wo ich eigentlich so ein bisschen nach Indien und Japan mit dem EEG-Verstärker bin, da 64 Kanäle EEG quasi von Mönchen in ihren Klöstern auch gemessen habe. Und in dieser Studie ging es darum, jetzt mal einfach zu schauen, ja, wie stellt sich denn die Leere eigentlich dar? Und so war ich daran interessiert, Leere versus individuelle Meditationstechnik beispielsweise, und hat dann Unterschiede gesehen. Wichtig ist aber, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Leere versus Ruhe, Ruhe ist dieses Default Mode Network, was gestern ansprach, da sehen wir eine Abnahme von Aktivität, also unten sind die verschiedenen Frequenzbänder in verschiedenen Bereichen hier und alles, was jetzt hier weiße Punkte hat, ist das Signifikante, das Blaue sind immer Abnahmen, das Rote wären Zunahmen und dann haben wir quasi, wenn wir in diese Leere, also geübte Meditierer bitten, in diese Leere zu gehen, dann sehen wir hier vor allem im Delta- und Theta-Bereich eine Abnahme. Wenn wir diese Präsenz, die Präsenz ist hier im Prinzip eine Übung eines offenen Gewahrseins, also das Open Monitoring. Dann haben wir hier auch eine Abnahme in bestimmten Bereichen und die fokussierte Aufmerksamkeit, die hat eben ja vor allem in den Gamma-Bereichen dann zu einer Abnahme geführt, ist eigentlich auch was Plausibles. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Übung und die war die Leere versus der Verbundenheit. Und zwar, da ging es darum, sich quasi in einer Achse zu fühlen, in der man eigentlich quasi nach oben mit dem Himmel und nach unten mit der Erde verbunden ist und einfach nur in dieser Verbundenheit zu verweilen. Und diese Übung, also ich habe das mal hier so mit einem Bild von Alex Gray illustriert,
Diese Übung hat tatsächlich keinerlei Veränderung oder keinerlei Unterschiede gezeigt zu dem Zustand der Gedankenleere, wie ihn also erfahrene Meditierende sozusagen herstellen konnten. Und das ist also sehr, sehr interessant, weil diese Übung tatsächlich was Kraftvolles ist, eine gewisse, sage ich mal, Körperzentrierung irgendwo zwar erfasst, aber zunächst mal keine Fokussierung, auch nicht irgendwo ein offenes Gewahrsein nur, sondern es tatsächlich ein Verweilen in etwas einfach Höherem scheint irgendwo ist. Und diese vertikale Ausrichtung, die ist was, was uns dann im Prinzip auch noch weiter interessiert hat. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich eine Studie gemacht, die nennen wir dreidimensionale Grenzvisualisierung. Klaus Blaser, ein Psychiater aus Basel, mit dem ich immer wieder mal schon Studien gemacht habe zum Thema Selbstgrenzen, hat sozusagen hier eine systemische Aufstellungsarbeit entwickelt, mit der man quasi über so Bauklötzchen, und das ist die Person, die man sozusagen als Selbst darstellt, mal seine eigene Selbstgrenze sozusagen aufstellen kann und dann schauen, wie ist es, wenn ich da drin bin, wie sieht also mein eigener innerer Garten aus, wie ist es, wenn ich den von außen betrachte und dann kommt der Clou, wie ist es, wenn ich jetzt die Figur mich sozusagen nach oben hebe und schaue, wie sieht es von oben aus. Und das kann man dann so machen, dass man also bis ganz nach oben, bis man sozusagen ganz oben ist, und dann schaut man quasi auf sich und die Welt herunter. Und in dem Zustand, da haben wir dann geschaut, was passiert da eigentlich mit den Leuten, weil die Leute berichten da tatsächlich von ja, allen möglichen außergewöhnlichen Zuständen. Wir haben das mit Befindlichkeitsveränderungen dann gemessen. Jetzt wird es einfach wegen der Zeit wahrscheinlich ein bisschen zu knapp, da in die Details einzugehen. Wichtig ist nur, dass einfach der überwiegende Teil sich einfach sehr viel verbundener einerseits gefühlt hat, freier aber auch. Ich stelle hier mal die Begriffe dar, die dann genannt wurden. Also wir haben hier auch quasi noch so eine Mindmap gemacht, wo jeder seine Assoziationen auch schreiben konnte. Vor allem in dieser vertikalen haben wir Verbundenheit, Friede, Freiheit, Gelassenheit, Sicherheit, Neugier. Das sind so die Erfahrungen, die da dann gemacht werden können. Wir haben das auch dann statistisch noch ausgewertet und dann der horizontalen gegenübergestellt, sodass wir wirklich sehen konnten, ja, es wurden eigentlich vor allem in dem Vertikalen wurden diese auch, diese Visualisierungen, da war die Imagery war da quasi sehr stark vertreten, also was da wahrgenommen wurde. Wir haben dann auch außergewöhnliche Bewusstseinszustände noch erfasst und da waren eben auch gerade in der Zeitlosigkeit beispielsweise oder in der Ausdehnung deutliche Effekte da und eben diese Bliss, dieser Zustand der Glückseligkeit, der da dann vermehrt beschrieben wurde. Ja, ich bin dann fast am Ende. Ich will noch auf was hinweisen. Wir machen immer wieder auch so Forschungsretreats zu solchen Themen und zu solchen Übungen. Jetzt im Oktober haben wir wieder eins, 14. bis 17. Ein paar Plätze sind noch frei. Und da geht es um die Freiheit des Bewusstseins, also im Prinzip so ein Thema, wo es eigentlich darum geht, ja, welche Prozesse können wir eigentlich sozusagen machen, uns auch wirklich damit üben, mit den Prozessen, die uns eben sozusagen wieder in diese Freiheit bringen. Was ganz stark mit dabei ist, sind natürlich immer unsere klangbegleiteten Bewusstseinsprozesse, weil ich das zusammen mit einem Musiker mache und wir quasi vor allem die Kraft von Instrumenten, von Gongs, von Klangschalen, aber auch Trance-Prozesse, Rituale, einfach die sehr viel zu dieser Befreiung quasi beitragen können, dann machen. Ja, noch ein letztes. Genau, also Bewusstsein, das ist eine EEG-Kurve, ist im Prinzip eben dieser Prozess. Wichtig ist, die,
diese höheren Verarbeitungsschritte, dass wir die einfach weglassen. Und gestern hatten wir es eben auch schon, nämlich diese attentional blindness. Sobald quasi ich mit meiner Aufmerksamkeit in einen Gedankenprozess, in einen Interpretationsprozess gehe, verliere ich quasi einfach den nächsten Moment und werde blind dafür. Jetzt würde ich gerne die letzte Folie noch vorlesen. Deswegen ist es, finde ich, ganz wichtig, einfach sozusagen die Muse als eine transrationale Qualität noch mit reinzubringen. Und da habe ich vom Brockhaus 1979, also mal nicht voll aus Wikipedia, eine schöne Beschreibung dessen gefunden, was tatsächlich Muse ist. Und hier steht, gemeint ist weniger das bloße Müßigsein, als vielmehr eine bestimmte menschliche Haltung, gekennzeichnet vor allem durch gehörendes Schweigen und ein empfangendes Geöffnetsein der Seele. Zur Muse gehört außerdem ein Element feiernder Bejahung von Wirklichkeit und Leben insgesamt, wie sie sich zugleich auch die Voraussetzung des Festes ist. Muse ist das Fundament wahrer Kultur, das heißt alles dessen, was über die nackte Lebensnotdurft hinausgeht, aber dennoch unentbehrlich ist für eine sinnvolle Existenz. Also sozusagen auch wieder weniger ist mehr und dafür brauchen wir was. Ganz in dem, was Tobias gestern gesagt hat. Ja, damit möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit.